Hey, wir fangen jetzt langsam mal an und zeigen euch mal so die Energieversorgung in unserem Bronco. Und was wir schon haben, ist das EcoFlow Solarpanel. Das zeigen wir euch jetzt zunächst mal innen, wo wir das so transportieren. Und dann bauen wir es draußen das allererste Mal mit euch auf. Ja, wir sind jetzt bei uns unterm Bett hier. Und hier passt das genau rein. Na, den Außenkarton haben wir jetzt erstmal mit drin gelassen. Da wissen wir noch nicht, ob wir das rausbauen. Jetzt kann man das so ganz einfach zusammen mit der Tasche rausziehen. Es ist super schwer. Und dann raus damit. Ja! Das Panel, das wird hier in so einer stabilen Tasche geliefert. Die muss 20 Kilo schaffen. So stark sind die Solarpanels zusammen mit dem Stand dazu. Und wie gesagt, wir haben es noch nicht geöffnet. Das ist das allererste Mal, dass wir das öffnen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. So, wir haben jetzt die Tasche komplett geöffnet. Und wir gehen mal davon aus, dass die jetzt auch erstmal hier dran bleibt. Nö, bleibt nicht hier dran. So, das heißt, die geht ihren Weg. Und jetzt sind diese Teile hier rausgekommen. Und die bauen wir jetzt mal auf. Kleine Schutzabdeckung und theoretisch fängt das jetzt schon an Strom zu produzieren. Passt da bitte auf, weil mit Solar ist nicht zu spaßen. Hier kommt das ganze Zeugs nachher raus und hier kommt Strom raus, deswegen aufpassen. So, dieses Kabel, das ist das Anschlusskabel, war mit dabei, im Lieferumfang enthalten und hier kommen noch ein paar mehr EcoFlow spezifische Kabel raus, sowohl Stecker als auch Buchsen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt in den Motor reingebaut haben bekommen. Da haben wir einen entsprechenden Wechselrichter schon eingebaut. Ansonsten lassen wir das heute erstmal mit dem Auspackvorgang und wir warten, bis unsere Powerstation kommt. Wir schauen. Jetzt ist es aufgebaut, sehr gewöhnungsbedürftig. Du kannst mal hier rumkommen, Alex. Da kannst du mal zeigen, wie das hier wirklich in der Tasche hängt, an so Karabinern. Oh, ist das merkwürdig. Aber das muss ja keine deutsche Ingenieurskunst hier sein, sondern das muss Strom produzieren. Und ich freue mich jetzt, wenn ich meine EcoFlow Powerstation habe und das XT60-Kabel endlich reinstöpseln kann. Und dann kriegen wir auch mal mit in einem unserer nächsten Videos, wie viel dieses 400 Watt Solarpanel tatsächlich in der Lage ist zu produzieren und wie lange das dauert, bis die Station aufgeladen ist. So, noch eine kleine Zusammenfassung von mir. Wir haben jetzt zwei YouTube-Videos uns angeguckt, wie man das Ding aufbaut. Und wie man sieht, dann hat es geklappt. Ich freue mich jetzt nicht auf die Powerstation, die brauchen wir natürlich, aber ich freue mich vielmehr auf unseren Glacier Classic, den neuen von EcoFlow, das ist der Kühlschrank. Und dann kommt noch das Wave 3. Das ist das Klima- und Heizungsgerät, was gleichzeitig auch den Wagen trocknen kann, wenn wir zu viel Feuchtigkeit haben. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, und uns würde natürlich auch mal interessieren, welche Technik ihr so mit an Bord habt. Wie kommt ihr über die Runden? Wie fahrt ihr autark über die Welt? Und jetzt erstmal Feierabend.